Heute machen wir ein Bananenbrot. Ja, da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich mag kein Bananenbrot. Da kann man sich fragen, warum mache ich das dann? Ich habe jetzt zweimal in der kurzen Zeit so ein Rezept gehört und Leute gehört, wie gerne die Bananenbrot essen würden und so. Und dann ist mir so ein Rezept in die Hände gefallen. Die ist ein bisschen anders wie normale Bananenbrot, aber normale Sachen machen wir sowieso nicht so gerne. Mein Bruder hat neulich mal für unsere Mutter ein tolles Bananenbrot wahrscheinlich gemacht. Ich habe das nur von der Mutter gehört. Sie war begeistert. Und da ich diese Rezepte jetzt neulich gesehen habe, habe ich gedacht, das machen wir mal nach. Wir versuchen das mal. Und so kam ich auf diese Idee und jetzt probieren wir es mal. Zum Bananenbrot brauchen wir 250 Gramm zarte Haferflocken, 50 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillenzucker, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Natron, 1 Viertel Teelöffel Salz, 3-4 sehr reife Bananen, 3 Esslöffel gemahlene Leinsamen, 125 Gramm Wasser, 1 Teelöffel Zitronensaft und 50 Gramm Mandelmus. Fangen wir an. Wir brauchen 2 Schlüssel für die trockene und für die feuchte Zutaten. Wir haben diese blütenzarte Haferflocken hier. Davon müssen wir erstmal 200 Gramm ein bisschen noch verkleinern, denn nur 50 Gramm brauchen wir so wie es ist. 200 Gramm, das kann ich hier schön abwiegen. So. Die müssen wir jetzt noch ein bisschen kleiner machen. Ach so, weil das Rezept ist ja auch ohne Mehl. Deswegen die diese Haferflocken hier. Ich würde sagen, gerne sagen, ohne Mehl und ohne Zucker. Aber ein bisschen, je nachdem, wenn die Bananen sehr reif sind, bräuchten wir auch keinen Zucker dazu. Aber schauen wir mal. Deswegen brauchen wir ganz, ganz braune, hässliche Bananen. Die kann man nämlich auch wunderbar, wenn man die nicht mehr essen will, kann man sie so verwenden. So, ich hoffe, das Ding fliegt mir hier nicht um die Ohren. Wie war das nochmal? Oh ja, klappt wunderbar. Oh, das ist hier schon ganz mehlig. Das kann man vielleicht sehen hier in der Kamera. Das wird hier schon ganz mehlig. So, jetzt ein bisschen mal umrühren. Und noch mal ein bisschen. So, jetzt haben wir hier ein wunderbares Hafermehl, die wir hier wieder reinfüllen. Alles rein, perfekt. Den restlichen 50 Gramm lassen wir so grob und füllen wir auch dazu. Perfekt. So, dann 50 Gramm Zucker. Gut. 2 Päckchen Vanillenzucker. 2 Teelöffel Backpulver. 1, 2, und dann 1 Teelöffel Natron. Das ist alles so zum Treiben, dass es ein bisschen hoch geht. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Salz fürs Geschmack. Okay, das waren die trockenen Zutaten. Die mischen wir ein bisschen zusammen.
dass es sich alles so ein bisschen vermischt. Gut, jetzt kommen die feuchten Sachen. Die Bananen. Braun. Also diese Bananen trage ich seit 4 Tagen in meinem Auto. Das Auto parke ich immer in der Sonne, damit die so schön braun und reif sind. Könnte noch brauner werden und dann sind die auch ganz süß. Das ist für die Süße auch, ne? So, die müssen wir jetzt zerdrücken, zermanschen, so dass es ein bisschen so musig wird. Also, ich zerkleinere das mit dem Messer und dann haben wir das vielleicht einfacher zum Zermanschen. Jetzt kommen die Leinsamen rein, die wir vorher im Wasser aufgeweicht haben, 10 Minuten lang. Das kommt hier mit zu den feuchten Zutaten, zu der Banane. Dann kommt noch Zitrone, Zitronensaft. Ich glaube, das ist jetzt so groß, diese Zitrone, dass davon die Hälfte wahrscheinlich auch. Und ich mache auch ein bisschen Zitronenzeste da noch rein. Zu allerletzt diese edle Mandelmus. 50 Gramm habe ich schon vorhin gesagt. Aber es ist sehr edel und deswegen, wenn man will, kann man statt Mandelmus auch Apfelmus nehmen. Haben wir jetzt hier alles drin, was feucht ist, und dann müssen wir das alles zusammen mixen. In der Zwischenzeit müssen wir vorher schon Backofen anmachen, vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. So, das kommt nämlich in den heißen Ofen rein. So, jetzt haben wir hier trocken und feucht. Feuchte Zutaten und die mixen wir jetzt alles erstmal schön zusammen. Perfekt. So, schön zusammenmixen. Wir rühren die 2 Komponenten schön zusammen. Und wenn es alles gut ist, soll es irgendwas so Schleimiges geben. So, jetzt ist es fertig und schön knatschig. So soll das aussehen, angeblich. So, diese Masse füllen wir jetzt in einen Kastenform. Schön, bleibt da, schön. So wie ein Brot, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Bananenbrot. Wobei, das könnte man auch mit, also woanders reinfüllen. Wenn ihr keinen Kastenform habt, dann egal wohin. Vielleicht sogar Muffinform könnte man nehmen. So. Schön auseinander machen. Ich weiß nicht, wie hoch das wird. Mal sehen. Wahrscheinlich bei diesen Zutaten wird das nicht sehr hoch sein, weil da die Körner sind und so. Trotz Backpulver. Mal gucken. Jetzt ist unser Ofen auch schon vorgeheizt, schön heiß. Kommt unser wunderbare Bananenbrot rein für 55 Minuten. Adieu! So, 55 Minuten sind vorbei. Jetzt müsste es fertig sein. Die Maschine aus. So. Nehmen wir mal so ein Handschuhchen und schauen wir mal, was daraus geworden ist. Ja, Brot, Bananenbrot. Schauen wir mal. Raus aus dem Form. Sieht eigentlich aus wie ein Bananenbrot.
schön körnig. Jetzt bin ich mal ganz neugierig. Wir schneiden das mal jetzt auf. Und schauen wir mal, wie das von innen aussieht. Oh ja, ganz genau so mal, wie das sein muss. Schön. Schön kernig. Feucht innen drin. Riecht gut. Kann uns ja. Wir müssen das nur noch probieren. So. Schaut mal. Oh ja. Oh, so ein bisschen zitronig, bananig. Also ganz würzig riecht das. Hoffentlich schmeckt es ja auch. Probiert mal das aus zu Hause. Backt mal nach. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao! David, das war's für heute, oder? Ja, das war's. Und dann kommt ihr. Okay, gut, ich weiß Bescheid. Also bitte tut uns einen Gefallen, schaut euch unter keinen Umständen das hier unten an. Das ist voll der Mist. Aber das hier oben, das ist noch schlimmer. Also auch das, vergesst es einfach, okay? Ja, ansonsten schönen Tag, macht's gut, ciao.